Ich eröffne die unterbrochene Sitzung und rufe Tagesordnungspunkt 43 auf, den Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend 1 Milliarde € mehr für den Hochschulbau in Hessen, Hochschulbauprogramm Heureka über das Jahr 2020 hinaus verlängert. Das ist die Drucksache 2710/19. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Und als Erstes erteile ich Herrn May von der Fraktion der GRÜNEN das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Investitionen in die Hochschulen sind die wichtigsten Investitionen, die ein Land tätigen kann. Denn sie sind diejenigen, die am meisten Gewinn für das Land zurückbringen. Und daher ist es richtig, dass die schwarz-grüne Koalition nun ihr ambitioniertes Hochschulbauprogramm Heureka II auf den Weg gebracht hat. Wozu dient aber der Hochschulbau? Zuallererst dient er dazu, die Verbesserung der Bedingungen für Studium und Lehre, also die Bedingungen, unter denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, unter denen Studierende bei uns lernen, zu verbessern. Und dann kommt noch hinzu, zahlreiche positive Nebeneffekte wie Wissenstransfer, Wirtschaftsförderung, städtebauliche Impulse und. Aber der Kern ist die Verbesserung von Wissenschaft, von Forschung und Lehre. Und ja, Hochschulbau ist teuer. Aber die Hochschulen sind ja auch besonders wertvoll für unsere Gesellschaft, denn sie sind die Treibhäuser der Zukunft. In ihnen werden nämlich die Grundlagen für faszinierende Technologien, für die Erforschung der belebten und der unbelebten Natur. Dort werden Gedankengebäude für die Lösung gesellschaftlicher Kernfragen erbaut. Und ich denke, so viel Vorrede muss einfach mal sein, wenn wir über das größte Investitionsprogramm in diesem Bereich reden, nämlich über 200 Millionen € im Jahr, die wir allein in die Hochschulen geben werden. Denn an der Zukunftsfähigkeit der Hochschulen entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und genau deswegen hat die schwarz-grüne Koalition ja schon erstens eine einzigartige Finanzierung der Hochschulen in der Grundfinanzierung auf den Weg gebracht und zweitens ein zukunftsweisendes Hochschulrecht auf den Weg gebracht. Von daher ist es nur Konsequenz, dass wir jetzt den dritten Schritt gehen und auch im Bereich des Hochschulbaus die Maßnahmen um 5 Jahre verlängern und eine zuverlässige Perspektive für die Hochschulen geben. Und das vor dem Hintergrund dessen, dass wir ab 2020 eine Schuldenbremse zu erfüllen haben, die die Finanzierung der öffentlichen Haushalte gründlich verändern wird. Auf jeden Fall, Herr van Oorchen. Und von daher, weil das nämlich unsere Verfassung will, was das Volk bestimmt hat, daran sollten Sie sich vielleicht auch einmal halten. Und von daher ist das kein Leichtes, was wir hier auf den Weg bringen, sondern eine Herkulesaufgabe. Und von daher hat dieses Heureka-II-Programm auch in Seiten der Hochschulen große Anerkennung erfahren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das an dieser Stelle hervorheben und dass wir dem Landtag auch heute einmal die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen. Uns ist auch klar, dass mit dem Heureka-II-Programm nicht alle Wünsche und Bedürfnisse, die es seitens der Hochschulen gibt, befriedigt werden können. Das liegt in der Natur der Sache, dass unsere Mittel knapp sind und die Wünsche größer. Allen alles zu versprechen, das ist unglaubwürdig, das ist nicht unser Stil. Wir sind für Verlässlichkeit, aber diese Verlässlichkeit wird seitens der Hochschulen auch geschätzt. Und wir haben die Aufgabe angenommen, mit Heureka II ein 1 Milliarde € schweres Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 vorzulegen und auf den Weg zu bringen. Und ich möchte in aller gebührenden Kürze auf die wichtigsten Maßnahmen dieses 1 Milliarden € schweren Programms eingehen. Lassen Sie uns dazu einen kurzen Streifzug von Nord nach Süd durch unser Land gehen. Und wenn man im Norden anfängt, dann muss man zuerst nach Kassel schauen. Und ich denke, dass Kassel ganz besonders deutlich zeigt, wie wichtig Investitionen in die Hochschulen sind. Denn diese Stadt zeigt sehr deutlich, dass die Errichtung einer Hochschule, seinerzeit die Gesamthochschule, später die Universität, den Strukturwandel in Kassel am besten nach vorne gebracht hat. Keine andere Investition des Landes Hessen hat diese Stadt so nach vorne gebracht wie die Gründung einer Hochschule. Und von daher ist es wichtig, dass wir dort weitere Schritte gehen.
Denn leider kann man am Standort Heinrich-Pletsch-Straße immer noch den Gründergeist der 70er-Jahre erfahren, weil die Gebäude aus dieser Zeit dort sind. Das ist nicht besonders schön und auch nicht besonders umweltfreundlich. Von daher ist es richtig, dass jetzt mit dem Heureka-II-Programm die Möglichkeit gegeben wird, dass das Institut für Physik, dass das Zentrum für Nanostrukturwissenschaften jetzt an den Standort Holländischer Platz umziehen kann. Das ist gut für die Wissenschaft, aber eben auch gut für den Umweltschutz. Weil wenn Sie sich die Bauten dort in Niederzweren anschauen, dann sehen Sie, dass dort aus dem Fenster geheizt wird. Von daher geht hier Klimaschutz und Wissenschaftspolitik Hand in Hand und insgesamt eine gute Entwicklung für den Standort Nordhessen. Gehen wir gedanklich weiter nach Süden. Dann sehen wir die beiden mittelhessischen Universitäten, die Hochschule Fulda und die Technische Hochschule Mittelhessen. In diesem Bereich werden auch 275 Millionen € in die Hand genommen. Wie auch in Kassel wird in Gießen sehr deutlich, wie dort Klimaschutz und eben die Modernisierung für Forschung und Lehre Hand in Hand gehen, weil auch dort wird viel Geld in die Campusentwicklung gegeben, viel Geld in neue Gebäude reingegeben, die sich dann auch in der Klimabilanz unseres Landes Hessen positiv auswirken werden. Gleichwohl sei natürlich nicht unerwähnt, dass es an beiden Standorten noch viel mehr zu tun gibt, auch in Marburg noch große Hausaufgaben vor uns stehen. Aber das Mögliche möglich zu machen, verlässlich das dann durchzufinanzieren, das ist unser Credo. Von daher schätzen die Universitäten auch unsere großen Investitionen an diesen beiden Standorten, weil sie eben Zuverlässigkeit in der Entwicklung dieser beiden Universitäten gibt. Gehen wir weiter gedanklich Richtung Süden, kommen wir nicht an Frankfurt umhin. Die Uni Frankfurt war ja beim letzten Heureka-Programm einer der größten Profiteure. Das sorgt dann dazu, dass diesmal der Beitrag für die Uni Frankfurt etwas kleiner ausfallen kann, zumal die Standorte im Westend, die Standorte Riedberg und die Uniklinik ja auch schon hervorragend entwickelt worden sind. Dennoch machen wir auch in Frankfurt eine große Schwerpunktsetzung, die sich sehen lassen kann, nämlich indem wir bei der Uni Frankfurt erstens die Chemie mit 90 Millionen € auf Vordermann bringen, aber dass wir zweitens mit der Schwerpunktsetzung für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst eine Schwerpunktsetzung legen, die dort den Knoten durchschneidet, die den Kulturcampus möglich macht. Von daher sage ich, das ist eine richtige Schwerpunktsetzung, die wir machen, die für die Stadt Frankfurt gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wenn man sich die Frankfurter Lokalpolitik anschaut, ist das auch unstreitig, dass diese Initiative von Schwarz-Grün im Land so wichtig für die Entwicklung der Stadt ist. Da gibt es sozusagen Stellungnahmen jeglicher Couleur, die das gut heißt. Aber es ist eben auch eine große Schwerpunktsetzung für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Herr Rietsche hat von einer Jahrhundertentscheidung gesprochen. Und ich finde, es ist auch nur konsequent, dass wir diesmal auch bei den Kunsthochschulen eine Schwerpunktsetzung machen, weil sie eben für uns nicht das fünfte Rad am Wagen sind, sondern weil Kunsthochschulen für uns gleichberechtigte Partner im Wissenschaftssystem sind. Und daher war es auch nur konsequent, dass wir in Offenbach die andere Kunsthochschule, nämlich die Hochschule für Gestaltung, ebenso auf die Tagesordnung setzen. Ich habe eben gerade über Kassel gesprochen. In Kassel hat die Entscheidung, die Investitionsentscheidung für eine Hochschule die Strukturentwicklung in diesem Bereich nachhaltig vorangebracht. Das muss man natürlich bei der Frage Offenbach mitdenken. Gleichwohl geht es auch darum, dass wir hier eben die Kunsthochschule als gleichberechtigten Teil der Wissenschaftspolitik, dass wir die Kultur als gleichberechtigte Adressaten der Wissenschaftspolitik annehmen. Und dass wir auch, und das sollte man nicht vernachlässigen, dass wir die Kreativwirtschaft an diesem Standort fördern, also insgesamt auch eine ganz hervorragende Weichenstellung oder, wie die FAZ am 2.10. kommentierte, ein großartiges Signal für die Hochschule, die Stadt und die Kultur. Auch zu den weiteren Hochschulstädten im Südhessen gäbe es noch einiges zu sagen. Auch Darmstadt wird weiter ausgebaut. Auch die
Fachhochschule Rhein-Main, Hochschule Rhein-Main wird weiter beflügelt werden. Dort kommt noch einmal das 30 Millionen HSP 2020 Investprogramm hinzu. Das wird dazu sorgen, dass diese Hochschule sich weiterentwickeln kann. Hochschule Geisenheim bei der Gründung von uns noch strukturell infrage stellt, ob man diesen Weg so gehen muss. Aber es ist richtig von der Landesregierung, dass man jetzt die Hochschule neuen Types in die Lage versetzt hat, die Entwicklung dort weiterzugehen, dass man dort die Investitionen tätigt, um der Hochschule neuen Typs die besten Entwicklungschancen zu geben. Ich finde also, beim Hochschulbauprogramm Heureka II zeigt sich mal wieder, Schwarz-Grün ist ein verlässlicher Partner für die Hochschulen. Und trotz der Schwierigkeiten der Schuldenbremse gehen wir energisch weiter, werden wir den Hochschulbau weiter voranbringen. Denn diese Investitionen, die Investitionen in Wissenschaft, in Forschung und Lehre, das sind die gewinnbringendsten Investitionen, die ein Land tätigen kann. Und von daher danke ich Herrn Minister Reins für das Verhandlungsergebnis und für die Handlungsführung. Ich denke, das wird unser Land weiter stärken. Vielen Dank. Danke, Herr May. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Beer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, ich habe bei der Durchsicht des Antrags zunächst so einen Flash gehabt, zu überlegen, warum wir heute hier kurz vor Jahresende eine Presseerklärung vom 1. Oktober diskutieren. Ja, das war meine Vermutung auch, dass das quasi so als letztes Weihnachtsplätzchen hier abgefeiert wird. Auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, Herr Kollege May, ich bin auch recht dankbar für die Gelegenheit, hier zum einen erst einmal das zu loben, was über das Heureka-Programm in unserem Land für unsere Hochschulen schon erreicht werden konnte. Das Heureka-Programm stammt aus dem Jahr 2008. Wir haben dann damals 2009 gemeinsam mit der CDU beschlossen, dieses Programm fortzuführen, haben 250 Millionen € im Jahr in Heureka und damit in unsere Hochschulbauten investiert. Das ist einer der Gründe, warum wir als Freie Demokraten uns durch das Erreichte schlicht bestätigt sehen. Nur das, was jetzt passiert, ist ja, dass Schwarz-Grün, die damals investierten Beträge von 250 Millionen € im Jahr schlicht kürzt. Das muss man ehrlicherweise so zugestehen. Sie haben dann in der Presseerklärung etwas von Verlängerung und Aufstockung erzählt. Das findet sich ja auch in dem Antrag. Peter Beuth als Generalsekretär damals noch der hessischen CDU war so ehrlich, darf ich das sagen, im 2013 noch ehrlicherweise davon zu sprechen, dass man ab 2016 20% aus dem Programm herausnehmen will. Das heißt also, mit eingesparten Mitteln von 50 Millionen € im Jahr Heureka um ein Jahr verlängert, um dann das Folgeprogramm, und das ist ja das Programm, über das Sie jetzt gesprochen haben, Heureka II, ein Jahr später anzuschließen. Das bedeutet auf der einen Seite, ich sage einmal so, die Hoffnung und Aussicht auf Planbarkeit. Das ist der positive Fakt. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, dass die Hochschulen dann auch ein gewisses Urvertrauen darauf brauchen, dass die jetzt definitiv eingesparten, nämlich herausgekürzten Mittel, ihnen dann später die 200 Millionen € auch zurückgegeben werden. Das bedeutet schlicht, dass diese Landesregierung verspricht, dass eine wie auch immer geartete spätere Koalition, weil da reden wir von ganz anderen Legislaturperioden, diese jetzt gegebenen Versprechen auch einhält. Und das ist nicht nur unter diesem Aspekt, sondern eben auch unter einem anderen Aspekt aus unserer Sicht bedauerlich, weil es gibt genug dringlichen Bedarf an Baumaßnahmen, sodass wir als Freie Demokraten immer kritisiert haben, dass diese 20%, dass diese 50 Millionen € im Jahr entsprechend gekürzt werden. Und das sieht man auch bei den Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, Herr Kollege May. Die HfG Offenbach war ja schon zum Ende der letzten Legislaturperiode in der Planung so weit, dass man hätte starten können. Wir hätten in 2016 jetzt schon 30 Millionen
Euro in den ersten Bauabschnitt investieren können. Und wir miteinander wissen, auch wenn wir keine Offenbacher sind, dass 2012 die geschätzten Baukosten sich schon auf 100 Millionen Euro belaufen haben. Das heißt, wenn ich jetzt die Zeitverzögerung sehe, das wird zumindest nicht preiswerter. Selbes Projekt, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Ich bin nun wirklich jemand, der dieses Projekt von der Erstentstehung der Idee des Kulturcampuses sehr intensiv begleitet hat. Wird man einer Frankfurterin, die auch noch Wissenschaftspolitikerin ist, sicherlich nicht übel nehmen. Aber auch hier wissen wir, dass das Projekt jetzt schon auf 130 Millionen Euro Baukosten geschätzt ist. Und da ist der Abriss des Juridikums, wo ja jetzt der neue Standort aufgrund der sehr schwierigen Geländelage am Standort Bockenheim ausgeguckt ist, da ist der Abriss des Juridikums noch nicht drin. Wir haben ja parallel die Situation bei der Technischen Universität Darmstadt, die uns ja, Sie waren dabei, in der Ausschusssitzung erklärt hat, dass sie einen Sanierungsstau von 300 Millionen Euro nach wie vor hat. Da haben wir die Situation, dass sie gerade mit Beschluss über das Hessische Hochschulgesetz und über das Gesetz von der TUD Darmstadt den Programmrahmen von 25,5 Millionen auf 21 Millionen Euro gekürzt haben. So, das heißt, ja, es ist gut, dass dieses Land investiert, aber es investiert nicht mehr auf dem Niveau, auf den es bislang investiert hat. Und das war ja auch genau der Grund, warum meine Fraktion auch für die gestern abgeschlossenen Haushaltsberatungen eine entsprechende Nachfinanzierung vorgeschlagen hatte, weil wir haben zusätzlich zu dieser Kürzungsorgie im Heureka-Programm ja die Situation, dass Sie die Forschungsbauten in Frankfurt, in Darmstadt, in Marburg und in Gießen, die wir aufgrund des gemeinsamen Programms mit dem Bund dort akquirieren konnten, wo wir als Landesanteil 50% und 50% der Bund finanziert, dass Sie diese Forschungsbauten oder besser gesagt den Landesanteil an diesen Forschungsbauten eben nicht aus Landesmitteln finanzieren, sondern den Hochschulen sagen, das müsst ihr aus eurem Heureka-Anteil finanzieren. Und das bedeutet schlicht, dass Sie dieses Programm eben noch einmal mit mehreren Baumaßnahmen belasten, die Hochschulen vor die Entscheidung stellen, macht ihr das jetzt gleich oder schiebt ihr etwas anderes? Und das war genau der Grund für meine Fraktion zu sagen, wir wollen die Tranchen, die diese vier Hochschulen brauchen, um diese Forschungsbauten zu erstellen, den Hochschulen zusätzlich zur Verfügung stellen und deswegen eben die 16 Millionen Euro für die Tranche 2015 und die Tranche 2016 entsprechend zusätzlich in den Haushalt einstellen. Schade nur, dass die Mehrheit dieses Hauses dem nicht gefolgt ist. Das will für mich heißen, ja, wir müssen weiter in Hochschulbauten investieren. Ja, es ist gut, sich auch über den Programmablauf von Heureka I im Hinblick auf Heureka II, also die Jahre 2021 bis 2026, Gedanken zu machen. Aber neben der Kürzung gibt es noch weitere offene Fragen. Ich habe der Presseerklärung des Ministeriums vom 1.10. entnommen, dass zu den Beträgen, die bei den Baumaßnahmen in Frankfurt und Geisenheim sowie in Offenbach verbaut werden sollen, auch Restmittel aus dem Heureka I-Programm benutzt werden sollen. Das würde ich jetzt gut finden, wenn das bedeuten würde, diese Baumaßnahmen sofort zu beginnen. Die Frage ist, ob sie aus dem Heureka I-Programm vielleicht sogar verschoben werden in das Heureka II-Programm. Das würde eher den Finanzminister freuen, weil das ist dann eine Frage, das dieses Jahr nicht mehr an Liquidität darstellen zu müssen oder auch in 2016. Wäre aber genau der Punkt, wo es an und für sich wieder zulasten der entsprechenden Hochschulen, die hier angesprochen sind und für die sie sich abfeiern wollen, gehen würde. So, und selbst wenn ich jetzt Ihre sehr, sehr lange Liste aus der Presseerklärung nehme und völlig d'accord, das sind alles wichtige Baumaßnahmen, die Sie da aufgezählt haben, müssen Sie ja eingestehen, dass damit auch der Baubedarf unserer Hochschullandschaft
noch nicht entsprechend dargestellt ist. Ich nehme ein zentrales Beispiel, das Ihnen auch geläufig ist, die Zentralbibliothek in Frankfurt. Ein seit Langem diskutiertes Projekt ist jenseits einer Realisierungschance selbst bis 2026. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir andere Lösungen finden mussten für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, weil natürlich manche Baumaßnahmen und damit dann auch verbundene Abrissmaßnahmen andere wiederum blockieren bzw. andere Maßnahmen voraussetzen. Und von daher kann ich für meine Fraktion nur sagen, ja, das Heureka-Programm ist in sich eine gute Sache. Aber, sehr geehrte Damen und Herren von Schwarz-Grün, von den die Regierung tragenden Fraktionen, Sie haben dieses Anschlussprogramm auch maßgeblich mit dadurch finanziert, dass Sie aus dem laufenden Heureka-1-Programm entsprechende Mittel herausgekürzt haben und dass Sie sich dann jetzt für Maßnahmen feiern lassen wollen, die Sie erst in der nächsten und übernächsten Legislaturperiode überhaupt angehen, weil wir über 2021 bis 2026 hier momentan reden. Das kann man dann wirklich nur noch darauf zurückführen, dass Sie so kurz vor Jahresende eben noch einmal eine Presseerklärung aus dem Oktober hier kurz vor Weihnachten abfeiern wollen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Beer. Aus dem Haus liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schaue den Staatsminister an. Nein, sonst will niemand. Doch. Okay. Wenn ich Hinweise bekomme, rufe ich auch auf, Herr Grumbach. Ich erteile für die SPD-Fraktion Herrn Grumbach das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin sehr dicht in der Argumentation bei Frau Beer. Ich gestatte mir eine jahreszeitlich andere Form. Der Text lautet Weihrauch im Landtag. Die Koalition, sie hat vor Stunden einen Klumpen Weihrauch noch gefunden. Da hat sie da nicht lang gewackelt und jeden Krümmel abgefackelt. Jedweder Schritt scheint wohlgeraten, besieht man ihn durch Weihrauchschwaden. Der Hochschulbau, man glaubt es nicht, erscheint als Kür und ist doch Pflicht. Weil es der guten Lehre spottet, wie manch Gebäude ist verrottet. Und hilft Heureka noch so sehr, an jeder weiß, wir brauchen mehr. Soll Bildung sich für jeden lohnen, brauchen wir mehr Investitionen. Statt in Eigenlob nur abzugleiten, lass gemeinsam uns für Mittel streiten. Auf Antwort wäre ich sehr gespannt. Nur Weihrauch ist nicht interessant. Danke sehr, Herr Grumbach. Für DIE LINKE hat sich ihre Fraktionsvorsitzende Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Inhaltlich kann ich mich Herrn Grumbach voll anschließen. Herr Pentz, niemand möchte, dass ich in diesem Haus singe. Das möchte niemand. Die wollen das auch nicht. Das hat nichts mit Feige zu tun, sondern ich möchte nur niemanden schädigen. Ach so, Geige. Ja, das habe ich mal probiert in die Frühe der Jugend, aber das war auch nicht so von Erfolg gekrönt. Aber gut, zur Sache. Offenbar will die schwarz-grüne Landesregierung ja hier kurz vor Weihnachten noch einmal den Eindruck erwecken, sie würde großzügig und vollkommen uneigennützig Geschenke verteilen. Aber was Sie hier loben, nämlich das Hochschulbauprogramm Heureka, das ist ja doch vor allem Schadensbegrenzung und vor allem ist das Nachholen von jahrzehntelang unterlassenen Investitionen im Hochschulbereich. Jahrzehntelang unterlassene Investitionen. Ich glaube, das kann man schon so sagen, Frau Kollegin Wolff. Im Hochschulbereich sind dringende Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen jahrzehntelang vernachlässigt worden. Und durch das Heureka-Programm ist da jetzt eine Notbremse gezogen worden. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass hier Goldtaler vom Himmel regnen würden. So muss man das ja auch nicht darstellen. Das Heureka auch nach 2020 fortgeführt wird, ist kein Geschenk. Es ist schlicht so, dass es eigentlich gar nicht anders geht, Herr Minister, weil wir eine Situation haben, dass die Hochschulen zum Teil baulich einfach total runtergekommen sind. Wir reden ja hier jetzt über die Heureka-Phase ab dem Jahr 2020.
Leider verschweigen Sie, dass Heureka ja für den Zeitraum 2016 bis 2020 – die Kollegin Beer hat schon darauf hingewiesen – durch die zeitliche Streckung um 50 Millionen € gekürzt worden ist. Und diesen Betrag nehmen Sie jetzt und schieben ihn nach die Periode 2020 und lassen sich dafür feiern. Und diese Tatsache bleibt ja auch in Ihrem Antrag vollkommen unerwähnt. Aber dass Sie das Programm strecken, das ist schon richtig. Ne? Also ich meine, steht ja auch. Ne? Also wenn wir über das Heureka-Programm reden, und auch den Punkt finde ich schon noch einmal wichtig, da muss man auch über die Frage der Verteilung reden. Und da geht es sowohl darum, wie die Mittel bisher verteilt wurden. Und da sage ich auch als Frankfurterin, dass ich glaube, dass da die Frankfurter Uni doch sehr beglückt wurde, während andere Hochschulen doch eher weniger von diesem Programm bekommen haben. Und ich finde, hier ist eine wirklich regional ausgewogene Verteilung der Mittel notwendig. Aber auch innerhalb der Hochschulen ist es auch so, dass teilweise die Mittel sehr unterschiedlich auf die Fachbereiche verteilt wurden, wenn man sich z.B. anschaut, wie da das Gefälle zwischen den Fachbereichen ist. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass wir immer noch Hochschulen haben und ganze Fachbereiche haben, wo der Putz von der Decke bröckelt. Deswegen ist es natürlich notwendig, dass das Heureka-Programm weitergeführt wird. Die Studierendenzahlen steigen weiter, die Hörsäle platzen aus allen Nähten. Und auch deshalb ist es notwendig, dass das Bauprogramm weitergeht. Und natürlich brauchen wir auch moderne Räumlichkeiten. Auch das Thema energetische Sanierung ist ja kurz angesprochen im Antrag. Und natürlich ist es notwendig, dass hier das Land Hessen, dass die öffentliche Hand hier auch mit einer Vorbildfunktion vorangeht und diese wahrnimmt. Wenn von Infrastruktur die Rede ist, aber darauf will ich jetzt nur noch einmal auch am Rande hinweisen, dann gehört dazu natürlich nicht nur die Finanzierung von Standortwechseln oder Neubau eines Getränketechnologiezentrums, welches ja laut Ihrem Antrag international Neid hervorrufen wird. Nein, zu einer guten Infrastruktur gehört natürlich auch der Ausbau von studentischem Wohnraum oder von Kindertagesstätten auf dem Campus. Auch das sind Dinge, die wichtig und notwendig sind. Und ich finde auch, Herr Minister, wenn man notwendige Sanierungsmaßnahmen vornimmt, dann muss man sich dafür nicht loben. Also genauso gut könnte sich jetzt der Kultusminister hier hinstellen und sich dafür loben, dass er Lehrergehälter auszahlt. Oder der Verkehrsminister könnte sich hier hinstellen und sich dafür loben, dass er Straßen ausbessert. Wobei das Zweite ja gelegentlich sogar getan wird. Aber weil hier Verkehrsminister in diesem Land lassen sich ja für jeden, in der Tat für jeden Meter Straße feiern, als hätten sie ihn selbst asphaltiert oder als hätten sie den modernen Straßenbau überhaupt erst erfunden. Aber halten wir fest, es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass eine Landesregierung ihre Arbeit tut. Und dazu gehört eben auch, dass man dringend notwendige Sanierungsarbeiten vornimmt. Deswegen ist es richtig, wenn man jetzt den Sanierungsstau und Investitionsstau, den es gibt, ein wenig auflöst. Aber ausreichend sind die vorgeschlagenen Mittel nicht, das wissen Sie auch selbst. Und sie mindern eben nur einen Teil der Probleme. Viele Probleme, die wir heute an den Hochschulen haben, gerade im Bereich eben des bezahlbaren Wohnraums, werden dadurch nicht gelöst. Und da muss man natürlich auch noch einmal hinweisen darauf, dass wir ja glücklicherweise, dadurch, dass der Bund die BAföG-Mittel übernommen hat, 80 Millionen € mehr im Landeshaushalt haben. Auch dafür hat sich diese Landesregierung ja gefeiert. Aber das ist ja nun auch nicht ihr Verdienst. Deshalb, ich glaube, ich kann festhalten, dass uns die Hochschulen in diesem Hause sicher und das bauliche Vorankommen der Hochschulen in diesem Haus sicher sehr am Herzen liegen. Ich finde, dass es notwendig ist, hier in die öffentlichen Hochschulen zu investieren. Ich sage bewusst die öffentlichen Hochschulen. Es ist ja auch so gewesen, dass man in der letzten Legislaturperiode auch eine private Hochschule mit 24 Millionen € gefördert hat. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, dass Herr Dr. H.C. Hahn, ich glaube, jetzt ab sofort Dr. H.C. Hahn genannt werden müsste, weil er ja jetzt noch eine Ehrendoktorwürde der EBS bekommen hat, in dessen Gründungskuratorium eher Vorsitzender war, wo ich mir denke, naja, also ich meine, ich finde es völlig verständlich, wenn man gerne einen Doktortitel haben möchte, aber warum man deshalb extra eine Hochschule aus dem Boden stampfen muss mit 25 Millionen € an Steuergeld, das finde ich jetzt doch ein bisschen übertrieben. Ja, Herr Rentsch, Sie wären doch da eigentlich auch Anwärter für. Ich meine, Sie waren da auch im Stiftungskuratorium. Was ist da eigentlich los? Meine, wieso haben Sie doch keinen Doktor? Ich meine, hier gibt es doch einige im Landtag, die sich so verdient gemacht haben um die EBS. Also, ich meine, da gibt es doch eine ganze Menge, wo die EBS wirklich, wirklich Anlass hätte, sich auch mal zu bedanken und hier ein paar Ehrendoktorwürden zu verleihen. So, ich habe noch
Ich habe noch 3,5 Minuten Zeit, weil ich jetzt auch nicht genau wusste, was ich 10 Minuten über Eureka sprechen wirst. Aber deswegen nutze ich die Gelegenheit, noch einmal unsere Solidarität auszudrücken den studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften an der Goethe-Uni in Frankfurt. Die haben nämlich gestern gestreikt und haben gestreikt dafür, dass es einen Tarifvertrag gibt. Endlich. Die haben selbstverständlich unsere Unterstützung. Das möchte ich doch hier noch einmal gerne kundtun. Ja, und der Minister hat uns ja in der letzten Plenarwoche mit fernöstlichen Weisheiten, vorgetragen und Ho Chi Minh zitiert. Ich will gar nicht so weit in den Osten gehen, sondern mal zu demjenigen, der das Wort Heureka eigentlich geprägt hat. Das war ja Archimedes, dem das zugeschrieben wird. Und das bedeutet ja, Heureka bedeutet, ich habe es gefunden. Von Archimedes ist auch der Spruch überliefert, gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich bewege die Erde. Und ich fände, weltbewegend ist das ja gerade nicht, was Sie jetzt hier vorgelegt haben. Aber vielleicht liegt das ja auch nur daran, dass Sie den Punkt, wo Sie hintreten könnten, den festen Standpunkt noch nicht gefunden haben. Von daher finde ich, man kann das Heureka-Programm gut finden, man kann das richtig finden, aber muss sich dafür nicht feiern und loben lassen, weil es selbstverständlich ist, dass die Landesregierung die anstehenden Aufgaben eben auch erledigen muss und die Hochschulen vernünftig ausstatten muss. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Reul das Wort. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Bevor hier weitere Doktorwürden verteilt werden, möchte ich mit einem Zitat beginnen. Alf Zimmer ahnte nicht, dass er einen lebensgefährlichen Beruf ausübt, Rektor der Universität Regensburg. Das klingt nach gelehrtem Austausch an beschaulicher Stätte und nicht nach tödlicher Bedrohung. Doch eines Mittags wäre es beinahe um ihn geschehen. Als nämlich der Rektor das Gebäude der Philosophischen Fakultäten passierte, sah er sich aus heiterem Himmel attackiert. Ein dicker Brocken löste sich aus der Betonfassade und krachte auf den Bauzaun neben seinen Kopf. Das war ganz schön knapp, dachte der 64-Jährige. Ein weiteres Beispiel, und zwar, was im Deutschlandfunk gesendet wurde. In dem Beitrag Hilfe, mein Campus stürzt ein. Allein in Kiel fehlt Baugeld in dreistelliger Millionenhöhe. Und über den Sanierungsstau in Hamburg wird berichtet in der Welt. Wenn es durch das Dach regnet, werden Eimer aufgestellt. Toilettenanlagen sind teilweise mehr als 40 Jahre alt. Die Fahrstuhl und erst recht die Brandschutztechniken völlig veraltet. Die Fassade bröckelt so stark, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk dringt. In seiner Antwort bezifferte der Senat den Sanierungsbedarf in diesem Bereich auf insgesamt 192 Millionen €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies finden wir in Hessen nicht vor. Und wir sind stolz auf das Programm Heureka und Heureka II. Denn diese Diskussion und die Kritik am baulichen Zustand vieler Universitätsgebäude, insbesondere aus den 60er und 70er Jahren, sind keineswegs neu oder originell. Sie werden in allen Ländern geführt, je nach Standort, mit größerer oder geringerer Intensität. Sie erinnern sich, die Sprengung des AfE-Turmes im Frühjahr vergangenen Jahres in Frankfurt hat noch einmal sehr augenfällig vor Augen geführt, dass nicht alle vorrangig im Zuge der Bildungsexpansion dieser Jahre errichteten Hochschulgebäude den heutigen Anforderungen und insbesondere auch hinsichtlich des Energieverbrauchs genügen. Das war auch nicht unbedingt der Sinn und Zweck dieser Gebäude. Sie wurden nicht nur vielfach unter Hochdruck errichtet, wie z.B. die Ruhr-Universität Bochum bereits in den 60er Jahren, sondern waren in Teilen auch dazu bestimmt, den sogenannten Studentenberg abzuarbeiten. Moderne Forschung und Lehre benötigen jedoch auch moderne Räumlichkeiten. Hochschulen, Außeruniversitäten, Forschungsinstitute und Forschergruppen sind eine wichtige Grundlage für Innovation und für zukunftsträchtige Arbeitsplätze, damit für die wirtschaftliche und soziale Stärke unseres Landes die richtigen Ergebnisse erreicht werden können. Denn die Forschungsergebnisse von heute sind die Produkte und Dienstleistungen von morgen. Bildung und Lehre kann deshalb nur auf hohem Niveau stattfinden, wenn die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen gegeben sind. Und darum kümmern wir uns in Hessen. Lassen Sie mich kurz daran erinnern. Die Hessische Landesregierung unter Karl-Heinz Weimar und Wissenschaftsminister Udo Kortz hat bereits vor etlichen Jahren die richtigen Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen.
Denn am 20. März 2007 wurde das Programm Hochschulentwicklungs- und Umbauprogramm Runderneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen mit dem griffischen Begriff Heureka vorgestellt. Wurde mitten der 90er Jahre, und jetzt hören Sie sehr genau zu, lediglich rund 66 Millionen € pro Jahr für den Erhalt und die Sanierung der hessischen Hochschulstandorte ausgegeben, belief sich dieser Ansatz im Jahre 2006 bereits auf 184 Millionen €. Und ab 2008 sollten dann jedes Jahr weitere 250 Millionen € fließen, auf eine Gesamtsumme bis 2019 von insgesamt 3 Milliarden €. Eine unglaubliche Summe, wenn man die Investitionen von den Jahren davor vergleicht. Und insgesamt kann man festhalten, haben sich die Gesamtausgaben im Zeitraum von 1996 bis 2007 verdoppelt. Meine Damen und Herren, eine erste Zwischenbilanz kann nur lauten, dies ist ein voller Erfolg für den Hochschulstandort in Hessen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen aus der jüngeren Vergangenheit. Investiert wurden 42 Millionen € für die Einweihung neuer Gebäude für die Hochschul- und Landesbibliothek, die Mensa und das Student Service Center an der Hochschule in Fulda. 40 Millionen € insgesamt wurden investiert für den Abschluss des Wettbewerbs für den Neubau des Labor- und Technologiezentrums am Gießener Standort der Technischen Hochschule in Mittelhessen. 11,7 Millionen € wurden verwendet für das Richtfest an dem Zentrum für synthetische Mikrobiologie im Rahmen des Löwe-Zentrums in Marburg. Herr Kollege, wenn Sie ein bisschen mehr vortragen würden als nur Gedichte zur Weihnachtszeit, sondern sich sachlich hier beteiligen würden, glaube ich, würden Sie uns gemeinsam der Debatte helfen. Insgesamt sind 108 Millionen € für Baukosten an der Universität in Marburg für den Neubau der zentralen Universitätsbibliothek, der Philipps-Universität und auf insgesamt 18.000 Quadratmeter Fläche entsteht bis Mitte 2017 das Herzstück des künftigen Campus. Und weitere 3 Millionen € wurden verwendet für die größte Uni-Kindertagesstätte in Hessen an der Universität in Frankfurt mit insgesamt 135 neuen Plätzen. Ich könnte diese Bilanz beliebig fortsetzen. Der Kollege May hat ja auch schon einige Punkte aufgezählt. Aber wenn Sie einfach mit offenen Augen über den Campus Westend in Frankfurt gehen oder die TU Darmstadt besuchen, dann erleben Sie einen ganz anderen Standort und eine ganz andere Stimmung als vor 10 oder 15 Jahren. Und es ist eine völlig andere Situation gegenüber den Erlebnissen, welche der eine oder andere vielleicht während seines eigenen Studiums vor längerer Zeit an diesen Standorten gemacht haben wird. Meine Damen und Herren, wir sind aber nicht bei dem Programm und dem Jahre 2019 stehen geblieben. Es müsste eigentlich das Jahr 2020 heißen. Wie Sie wissen, haben wir aufgrund der Schuldenbremse dort einen Betrag strecken müssen. Aber, und da ein großes Kompliment an unseren Minister, er hat nämlich dann die Initiative ergriffen, auch mit Bundesmitteln zusammen das Horeca 2-Programm aufzulegen. Insgesamt eine weitere Milliarde für die notwendigen Investitionen in unsere Hochschulen und für die Planungssicherheit in den zukünftigen Jahren. Und gerade diese Planungssicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt, damit die Universitäten wissen, womit sie rechnen können und damit sie auch weiterhin sich innovativ entwickeln können. Und wir haben insgesamt Wort gehalten. Denn das, was Sie uns hier teilweise versuchen vorzuwerfen, dass wir hier ein Programm gekürzt hätten, ist nicht der Fall. Wir haben das Programm erweitert, wir haben das Programm ausgebaut, und wir werden es auch zukünftig weiterentwickeln. Und ich kann Sie dazu nur auffordern, beteiligen Sie sich daran konstruktiv, machen Sie mit, kümmern Sie sich mit darum, dass die Wissenschaft, Forschung und Lehre in Hessen ein exzellenter Standort ist und bundesweit führend ist. Dazu kann ich Sie nur ermuntern. Und wir haben auch die Chancen genutzt, um für die Zeit ab 2021 neue Schwerpunkte zu setzen. So werden die Hochschulen für angewandte Wissenschaften zwischen 20 und 35 Millionen € erhalten, und die Universitäten im Programm Heureka II sind mit 90 bis maximal 110 Millionen € vorgesehen. Aber auch darüber gehen wir hinaus. So wollen wir die Entwicklung der beiden Kunsthochschulen, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt
und der Hochschule für Gestaltung in Offenbach insoweit in den Mittelpunkt stellen, als dass mit beiden Projekten auch wichtige Stadtentwicklungsimpulse gesetzt werden können. Dies betrifft zum einen den möglichen Neubau der Hochschule für Gestaltung an der Hafeninsel und den dafür erforderlichen Grundstücksankauf. Hierfür werden 90 Millionen € aus dem Programm Heurika II und 20 Millionen € aus dem laufenden Heurika-Programm zur Verfügung gestellt. Hier wollen wir gemeinsam mit der Stadt Offenbach eine wirtschaftliche und tragfähige Zukunftsperspektive entwickeln. Gleiches gilt für den Umzug und den Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt auf dem Kulturcampus in Frankfurt-Bockenheim. Auch hierfür wird das Land 100 Millionen € zur Verfügung stellen. Dies ist ein wichtiger Impuls für die weitere Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung des Campus. Damit kann eine zentrale Voraussetzung für die Schaffung eines einmaligen Stadtquartiers im Umfeld verschiedener Kultureinrichtungen erfüllt werden. Schließlich wollen wir die international anerkannte Stellung der Hochschule in Geisenheim auch in Zukunft erhalten und sie so mit 50 Millionen € aus Heurika II und 10 Millionen € Restmittel unterstützen. Das Programm HSP 2020 Invest ist angesprochen worden. Dort will ich nur kurz erwähnen, sind für die Jahre 2016 bis 2020 weitere 300 Millionen €, die wir gemeinsam verwenden können. Ich möchte zum Ende mit einem Zitat der Sprecherin der Konferenz Hessischer Universitätspräsidenten anführen. Prof. Dr. Katharina Krause hat anlässlich der Vorstellung von Heurika II erklärt, ich zitiere, zum ersten Mal wird in der Geschichte des Landes Hessen der Hochschulbau nahtlos als eine kontinuierliche Aufgabe begriffen, die auch in weiterer Zukunft nicht an Bedeutung verlieren wird. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen, Sie müssen auch zum Schluss kommen. Damen und Herren, ich kann Sie nur bitten und dazu auffordern, unterstützen Sie die Initiative der Hessischen Landesregierung. Heurika II ist ein Erfolgsprogramm. Helfen Sie mit, weiterhin den Wissenschaftsstandort Hessen bundesweit führend zu gestalten. Herzlichen Dank. Danke, Herr Reul. Zur Entschuldigung, dass ich Sie jetzt eben aufgeschreckt habe. Für die Landesregierung erteile ich nun Staatsminister Rhein das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute kein Zitat von Ho Chi Minh und auch keines von Ernst Jünger oder von anderen wichtigen Literaten. Dafür aber eines von Alan Posen. Alan Posen ist ein Wissenschaftler des renommierten Peterson Institute of International Economics. Und der hat in der Welt etwas gesagt, und zwar in einem Interview. Und dieses Zitat lautet, deutsche Unis kamen mir vor wie Müllhalden. Und jetzt muss man dieses Interview ein bisschen länger lesen. Und da gibt es ein großes Lamento über fehlende öffentliche Investitionen und so weiter und so fort. Und dann sagt er zu seinen Erlebnissen, die er hatte in der Goethe-Universität, als er einen Vortrag gehalten hat dort. Ich zitiere ihn wieder. Die hatten schöne neue Gebäude da. Da war schon ein Unterschied spürbar. Wenn ich früher deutsche Unis besucht habe, kamen mir die vor wie Müllhalden. So, meine Damen und Herren, früher, das war 1999, und das macht ein bisschen deutlich, vor 99, und das macht ein bisschen deutlich, dass die Betroffenen getroffene Hunde bellen, das ist schon klar, dass sie da aufmucken, denn das macht schon deutlich, welche Aufholjagd wir da gestartet haben mit diesem Hochschulbauprogramm Heurika. 3 Milliarden €. Das hat unsere Hochschulen in einer Art und Weise und vor allem in einem Tempo vorangebracht, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Und wenn Sie einmal durch ganz Deutschland fahren, dann werden Sie sehen, dass die Investitionen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern die sichtbarsten sind. Wie gesagt, das ist kein Wunder. 3 Milliarden € hat es gekostet. Und mit der jüngsten Entscheidung, noch einmal 1 Milliarde € zu investieren, wird das Programm jetzt fortgeführt. Und dann finde ich es schon, also oppositionelle Zahlenakrobatik hin und her, Frau Beer, aber es finde ich schon einigermaßen ambitioniert, dann davon zu sprechen, man würde hier kürzen und streichen. Also, das ist ja nun wirklich lächerlich, wenn man sich das anschaut. Und Frau Wissler, wie man es anders machen kann, weil Sie sagen ja, Sie können ja gar nicht anders, Herr Wissenschaftsminister, als das Geld zu investieren. Wie man es anders machen kann, können Sie sich ja anschauen, wie es vorher gelaufen ist und wie es auch in anderen Bundesländern läuft. Da läuft es nämlich von einem Haushalt zum anderen wie eine ganz normale Baumaßnahme, und das wird eben Hochschulbauten nicht gerecht.
weil Hochschulbauten brauchen berechenbare Planungs- und auch Finanzierungsperspektive, und zwar auch über das Jahr 2020 hinaus. Und genau das bewerkstelligen wir, und zwar neben der Schuldenbremse und neben all den Aufwendungen, die eben jetzt am gestrigen Tage noch beschlossen worden sind zum Thema Flüchtlinge. Und ich finde, das ist in der Gesamtschau, nehmen Sie einmal den Hochschulpakt dazu, nehmen Sie einmal Löwe dazu, ist das ein Paket an Berechenbarkeit, wie es im Hochschulbereich wirklich seinesgleichen sucht. Aber mit dieser Entscheidung für Heureka II, deswegen finde ich das schon richtig, dass wir das heute hier diskutieren, erkennen wir nämlich letztlich auch an, dass Hochschulbau eine kontinuierliche Aufgabe ist, die auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren wird. Das ganze Gegenteil ist der Fall, denn das ist eine Daueraufgabe. Und wir sollten den Fehler nicht wiederholen, der von 1999 passiert ist, der zur Vernachlässigung von Hochschulen geführt hat. Jetzt können Sie sagen, das ist ein kleiner Zeitraum. Es geht um 5 Jahre nach 2020. Aber gerade diese 5 Jahre, gerade diese Jahre sind wichtig, damit die weiteren Planungsprozesse für die jeweiligen Campusentwicklungen angestoßen werden können. Wie verteilt man 1 Milliarde € auf 13 Hochschulen, um dann auch die Erwartungshaltungen von einzelnen Hochschulen erfüllen zu können? Das mutet geradezu an, ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Und es wäre auch nicht sachgerecht gewesen, es wäre aber auch nicht gerecht gewesen, wenn man einfach hingegangen wäre und gesagt hätte, wir nehmen die 1 Milliarde und teilen sie durch 13. Herr May und Herr Reul haben ja schon darauf hingewiesen. Deswegen haben wir uns sehr genau angeschaut, welche finanziellen Schwerpunkte in Heureka I gesetzt worden sind, also im laufenden Programm. Und da sticht natürlich die Frankfurter Uni hervor. Das ist eine komplette Standortneuordnung, die Heureka I dort ermöglicht hat. Der großartige Campus Westend. Das ist der Riedberg. Das darf man ja nicht vergessen, was dort geschehen ist. Vor wenigen Jahren waren das Pferdekoppeln und Felder und sonst nichts anderes. Ja, die Chemie stand damals schon da, aber die wird dann durch Heureka II jetzt auch erneuert werden können. Und heute ist es eine wahre Science City mit rund 8.000 Studierenden, mit Max-Planck-Instituten, also mit wirklich allem Drum und Dran, was man hier nennen kann und was am Campus Niederrad für das Uniklinikum geschieht, das sucht im Übrigen auch seinesgleichen. Das sind umfangreiche Investitionen in Spitzenmedizin, die dort am Uniklinikum geschehen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie sieht es denn aus in Kassel, wie sieht es aus in Mittelhessen. Und da besteht in der Tat Bedarf. Das ist Nachholbedarf aus den Jahren, in denen eben damals nicht investiert worden ist, wollen wir schon der Ehrlichkeit halber sagen. Und wenn dort im Übrigen auch im Rahmen von Heureka I bereits was geschehen ist, will ich Ihnen einmal die Zahlen nennen. Das betrifft nämlich beispielsweise 450 Millionen € an der Uni Marburg, die dort geflossen sind von 2008 bis 2020, und eine 500 Millionen €, 500 Millionen € an der Uni Gießen. Und dann war zu berücksichtigen, welche Hochschulen denn in der ersten Heureka-Phase besonders wenig Budget erhalten haben, was aber angesichts deren Studierendenzahlen auch legitim gewesen ist. Und dazu zählen dann eben die beiden Kreativschmieden unserer Kunsthochschulen in Frankfurt und Offenbach und die in dieser Form seit 2013 ja erst neu gegründete Hochschule des neuen Typs in Geisenheim, die im Übrigen, auch darauf ist hier hingewiesen worden, international ein außergewöhnlich hohes Renommee besitzt. Ich habe den Präsidenten und den Präsidentinnen dann vermittelt, dass wir als Landesregierung, das Schwarz-Grün ist, für notwendig hält, dass neue Investitionsschwerpunkte gesetzt werden und dass in erster Linie jetzt diese drei kleineren Hochschulen profitieren sollen, weil eben diese jetzt eine besondere Entwicklungsperspektive für ihre Infrastruktur benötigen. Und ich habe klargemacht, wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, dann werden wir deren Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft in einer Art und Weise beschneiden, wie sie nicht vertretbar ist. Und bei der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und bei der Hochschule für Gestaltung in Offenbach gibt es jetzt und nur für kurze Zeit
diese Chance, die erforderlichen Entscheidungen zu treffen und Grundstücke zu erwerben. Und wenn wir in Horeca II die Setzung nicht gemacht hätten, diese Chancen wären so nicht wiedergekommen. Und das ist insoweit ein Momentum. Und für dieses Momentum haben wir geworben. Und wir haben ein hohes Maß an Akzeptanz bei den Präsidenten und Präsidentinnen der Hochschulen dabei erfahren. Das ist auch nicht selbstverständlich, zeigt aber, in welch hohem Maße dort auch solidarisch mit anderen Hochschulen umgegangen wird. Wir können nicht nur für die Entwicklung der beiden Kunsthochschulen jetzt wesentliche Impulse auslösen, sondern eben auch für die Stadtentwicklung am Kulturcampus in Frankfurt, aber auch am Offenbacher Hafen. Es macht sehr deutlich, dass Sie eben Hochschulbau und Stadtentwicklung immer miteinander denken müssen und dass es auch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, volkswirtschaftliche Bedeutung hat, was Hochschulen stemmen. Das gilt für beide Standorte. Ich war vor kurzem in einem Post-Production-Studio in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße, wo der neue Patterson und Findus verfilmt wird bzw. ja, produziert wird. Und auf die Frage, warum Sie denn nach Frankfurt gekommen sind, haben Sie geantwortet, weil hier das hochspezialisierte Personal vorhanden ist, was an diesen Hochschulen, die ich eben genannt habe, ausgebildet wird. Das zeigt, welchen Wert überdies diese Investitionen haben. Und während jetzt am Frankfurter Museumsufer die bildenden Künste und das kulturelle Erbe in architektonisch reizvollen Gebäuden präsentiert werden, soll dieser Kulturcampus zu einem Produktions- und Aufführungszentrum zeitgenössischer Kunst mit einer großen internationalen Ausstrahlung werden. 1.500 Künstler, Studierende und Wissenschaftler werden dort tätig sein. Im Übrigen, das will ich schon einmal hinzufügen, wir haben ja schon einen großen Schritt gemacht als Land mit der Erweiterung und der Neuordnung der Senckenberg-Gesellschaft und der Altpharmazie. Bereits 90 Millionen € aus Landesmitteln dort investiert. Aber eines ist klar, mit dem Neubau der HFMDK hat der Campus Bockenheim die einmalige Chance, sich zu einem lebendigen und zu einem vielfältig genutzten Quartier zu entwickeln, das den Ruf Frankfurts als kulturelle Metropole stärken würde. Ich bin sicher, dass dieser Kulturcampus ein kulturelles Zentrum der Rhein-Main-Region sein wird und weit darüber hinaus sein wird. Ja, und eine sichtbare Positionierung wird es auch in Offenbach geben, weil durch den zeitgemäßen Neubau, den wir dort planen, Herr Minister Grüttner, für die Hochschule für Gestaltung wir die Strahlkraft für die Attraktivität des Kreativstandorts dort noch einmal unterstreichen werden. Deswegen sage ich, das ist gut angelegtes Geld mit einem Nutzen, der wie gesagt weit über diese beiden Hochschulen hinausstrahlen wird. Und das kann eben mit Horeca II erreicht werden. Herr Minister, ich darf Sie in die Redezeit erinnern. Ja, ich bin auch sofort am Ende mit dem, was ich zu sagen habe. Ich will aber auch darauf hinweisen, Herr May hat es dankenswerterweise getan, von Nord nach Süd, was wir in Geisenheim machen. Geisenheim profitiert mit insgesamt 50 Millionen €, kann einen weiteren Ausbau ermöglicht bekommen. Und das ist eine Institution, die wirklich in der Welt Renommee hat. Die spielt mit Geisenheim spielt mit Adelaide und Bordeaux in einer Liga. Und deswegen wäre es falsch, hier die entsprechenden Investitionen nicht zu machen. Und wir haben ziemlich klipp und klar vereinbart, dass höchste Priorität das Getränketechnologische Zentrum hat, mit 17 Millionen Eureka geschätzt. Ich glaube, dass das unser Geisenheim, unsere Universität in Geisenheim einen riesigen Schritt voranbringen wird. Deswegen bleibt es dabei, 1 Milliarde aus Horeca II, im Übrigen 300 Millionen € zusätzlich bis 2020 aus dem HSP 2020 Investprogramm für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das sind wichtige Botschaften für die Hochschulen in Hessen. Und wann sollte man die besser den Menschen mitteilen als so kurz vor Weihnachten, weil es berechenbare Perspektiven gibt, weil es Planungssicherheit ermöglicht, und das trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen. Das zeigt einmal mehr, welche enorme politische Wertschätzung Wissenschaft, Forschung und Lehre Schwarz-Grün in Hessen den Hochschulen entgegenbringt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Staatsminister Rhein. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend 1 Milliarde € mehr für den Hochschulbau in Hessen, Hochschulbauprogramm Horeca über das Jahr 2020 hinaus verlängert.
Wer dem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer lehnt ihn ab? Das ist die FDP. Wer enthält sich? Das ist SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen.